Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Let's Play Part zu Mega Man aus der Legacy Collection für die PlayStation 4. Der gute Aaron ist heute wieder dabei. Hallo Aaron. Hi Leute. Und wir haben tatsächlich es geschafft, Cutman, Gutsman, Iceman, Bombman, Fireman und Elecman zu besiegen und sind jetzt bei Dr. Wily, der noch eine ganz andere Kategorie ist. Und nachdem der Aaron es letztes Mal nicht geschafft hat, bin ich jetzt dran und ja. Wenigstens konnte ich einen guten Marco schon Einblick auf den netten Boss gewähren. Ja, aber ich glaube nicht, dass das ein Vorteil für mich war. Ich habe jetzt eher Angst. Ey, das ist sehr einfach, also stell dich nicht so an. Ich bin gespannt, allein schon mit seinem blöden UFO da. Aber keine Sorge, wenn du den Boss besiegt hast, kommen noch ein paar Level mit Dr. Wily und anderen Bossen. Wirklich? Ja. Richtig. So einfach ist es nicht. Aber ich glaube, das ist der stärkste Boss jetzt in dem Level. Dieser komische goldene Golem. Na super. Richtig, guter Mann. Ein Drittel deiner Leben sind weg. Ich hasse die Dinger einfach so sehr. Ja. Nicht nur du. Jetzt springt er wieder drüber. Das Dumme bei denen ist, du weißt halt nie, ob sie drüber springen oder voll auf dich drauf. Nein! Ich... Oh Mann. Ich sterb schon am Anfang, das ist nicht gut. Ja, aber für die Unterhaltung für die Zuschauer zockt's bei. Man sieht nämlich gerne, wie andere Leute verzweifeln im Level. Ja, aber nicht mit purer Dummheit. Das gehört aber bei uns dazu. Sehr gut, das hast du besser hingekriegt. Du bist schon gestorben. Ah. Ich habe mich so bewundert für die letzten Level, wie wir die noch hingekriegt haben. Und jetzt. Jetzt sterben wir schon. Guck, jetzt springt er wieder so kurz und jetzt springt er wieder hoch. Das ist so ein ekelhaftes Teil. Wie gesagt, wenn ihr wisst, wie man die gut besiegen kann, schreibt's mal rein. Weil die sind, glaube ich, auch so ähnliche Dinger in anderen Mega Man-Spielen dabei. Und ja, schreibt's einfach mal, das würde uns viel ersparen. Mann! Besonders Marco, weil er mit denen nicht zurechtkommt. Ich glaube, du bist gleich wieder dran, aber ja. Ich habe noch zu dir gesagt, ich werde nicht zum Endboss kommen. Wahrscheinlich komme ich nicht mal in die Nähe. Du stirbst dann auf den Plattformen später. Ich komme hier nicht durch. Das gibt's doch nicht. Wie macht man das? Wenn es nicht so blöd wäre, würde ich jetzt ausrasten, aber ich... Ich auch. Vor Freude. Das gibt's doch vor Freude. Mach dir nichts draus, mein guter alter Freund. Jetzt springt er wieder so tief. Die ganze... Er hatte schon fast alle Leber gezählt. Die ganze Zeit springt... Oh! Du hast zwei geschafft, junger Schüler. Ja. Falsch. So, Aaron. Jetzt darfst du wieder deine Künste zeigen und Dr. Wily hier besiegen. Ich stand jetzt. Ich bin Fan von dir. Danke. Falsch. Ich hasse diese Teile. Die sind so nervig. Oh. Guck, jetzt springen sie mal kurz. Das sind solche... Sehr gut. Genau, dann springen sie mal kurz. Das sind solche Fieslinge. Aber immerhin, du hast den letzten geschafft. Toll. Was denn? Wenn du jetzt das Feuerjumpen da schaffst, dann bist du weiter als ich. Das war ich vorhin schon. Ich weiß, aber wir sind jetzt in einem neuen Part, das zählt nicht mehr. Weißt du, das überhaupt ein Kompliment weiter als du in dem Level? Ich sag mal so, es ist schwer, nicht weiterzukommen. Falsch! Gut zu wissen. Aber hast du vorher auch nicht gewusst, oder? Also gemacht. Nein. Warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Ja. Oh, Junge, Junge, Junge. Nein! Sehr gut, wieder am Anfang. Ey, man soll das Level schaffen und dann noch diesen ultra-mega-mäßigen Boss. Wie? Wie? Ist doch gar nicht so schwierig, alter Junge. Oh je, oh je, oh je. Mein Gott, wie viel halten diese komischen Gurkenstampfer eigentlich aus? Also mit der normalen Waffe einiges. Und mit der anderen Waffe auch einiges. Leider ja. Ich wünschte, es wäre anders. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Nimm doch den Stein.
Mega Kebab Man. Wenigstens gibt's Icemans großartige Waffe. Toll. Super. Genau da, wo ich nicht mehr vorbei kann. Richtig. Folge auf. Ist, ne? Sehr. Oh je, oh je. Kann noch was geben. Vielleicht schaffe ich es diesmal. Ich glaube an dich. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Ich bin schon weiter als du! Trotzdem. Ich brauche eine andere Waffe. Na! Boah. Warum bist du runtergesprungen, du? Nur weil ich eine andere Waffe ausgesucht habe. Diese miesen Dinger da oben, ey. Sag mal, die sind so unfair. Geht mal bloß weg jetzt mal, ganz ehrlich. Wie man da hochkommen soll, ist mir auch ein Rätsel. Ja gut, wahrscheinlich wieder mit unseren Plattformen. Achso, jetzt haben wir schon raus, also... Ja. Los, Gutsman. Wisst ihr was, wenn ich euch schon nicht besiegen kann, dann bringe ich euch noch hoch. Toll. Toll. Ach, das klappt nicht. Ja, aber ist auch gut, ich meine, Computer mehr mag als uns. Blinde Aggression haben ja auch keinen Sinn. Ich hasse dich. Mach dir nichts draus, du weißt ja, wie weit ich später wiederkommen werde. Hallo, du gehst schon davon aus, dass du nochmal spielen musst, das Level. Nee, ich gehe davon aus, du schaffst es jetzt. Das Level ist ja nicht lang, aber es ist so unfair. Guck mal, wenn man da runterfliegt, kriegt man automatisch schon Leben abgezogen. Falsch! Und dann kommt das eine Ding da gar nicht mehr runter. Das ist doch Käse. Wieso? Sehr gut. Ist hallo? Doch fair. Notfalls musst du ja eine Notfalls musst du ja eine Plattform. Ja, aber jedenfalls sollte es auch mal so runter, genau. Genau jetzt, wo es natürlich schießt, dass es unfair wird. So, we know what now comes. Danke! Hauptsache mir noch ein Leben reingewaschen, oder? Dämliches Teil. Ja, aber danach bist du schon beim Endboss. Ja, aber mehr realistisch. Ich höre leise Skepsis. Von wem? Doch nicht von einem Meister wie mir. Sehr gut, jetzt kannst du wieder nach unten gehen. Ich hasse es, das ist so unfair. Diese dämlichen Plattformen. Ja, danke. Danke. Denkt ihr euch wieder, dass ihr mich verarschen könnt, oder was? Ihr habt euch den Falschen ausgesucht. Ich trete euren Boss dafür in den Arsch. Ich mach ihn fertig wie ein Rettich. Ich bin gespannt. Oder ich versag, aber ist mir realistisch. Das wird wohl eher weniger passieren. Oh, warum springe ich jetzt jedes Mal ins Feuer rein? Davor habe ich es geschafft, nur einmal getroffen zu werden. Und dann hat mich der Boss umgebracht, wenigstens. Zweimal. Ja, schieß, du fieses Teil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hätte kein Mitleid, aber ich muss mich selbst bemitleiden, weil ich nicht so weit kommen werde. Ja, die Plattform macht dich ja tot. Mit Plattform meine ich die Roboter am Anfang gleich im Level. Schieß, dass ich springen kann. Ich habe keinen Bock mehr zu. Ich habe eben gedacht, es trifft mich wieder. Einmal noch. So. Wahrscheinlich würden sogar die Auswahl an Plattformen schon reichen, aber bei meinen mit den Plattformen, ja. Besser 1 zu 4, als dass man dann nochmal runter muss. Ja, und bei mir muss ich wahrscheinlich trotzdem nochmal runter. Nein, du schaffst es jetzt. Siehste? Ja, das schaffe ich jedes Mal. Siehste? Gut. Wird Zeit für das Schwierigere. Was ist das für ein Scheiß? Nicht! Ja. Richtig! So, und jetzt ist Endboss-Time. Oh Gott. Hier das Mysteriöse, wo gar nichts ist. So, jetzt trete ich dir an deinen riesigen Arsch. Hä? Meinst du jetzt mich? Bist du im Spiel drin? Was hast du denn jetzt gerade in dem Spiel zu? Ich weiß nicht, du hast ja gerade solche Aggressionen. Es kann ja sein, dass du mich meinst. Ich habe keine Aggression. Ich habe nur gesagt, dass ich mit dem Gegner den Arsch drehe. Aggression. Wow. Ich wollte es noch künstlich spannend halten, aber...
mache jetzt hier ein Quicksave, dass ich mich immer wieder machen kann. Aber du hast ja nur ein Leben, das würde ja auch keinen Sinn machen. Warum? Hat aber nur ein ist ja Leben. Egal, ja. Was meinst du? Weil das werden wir sonst nie schaffen. Also ich weiß es nicht, sollen wir hier kurz speichern? Mal? Ich meine, ja. Wir müssten ja schaffen, so oder so, aber... Ja, speichern wir mal die Leute. Ich glaube nicht, dass die Leute sehen wollen, wie wir das Level 800 Mal machen müssen. Aber sind die für uns in unsere Fähigkeiten jetzt voll aufgeladen? Jetzt nein. Gut, aber die brauchen wir nicht, Gutsmann und das andere. Ich glaub's nicht. Also Gutsmann kann ich mir vorstellen. Das sind ja keine Steine oder so. Ich probiere jetzt mal Elegman aus. Vielleicht Elektrizität in sein blödes Glubschauge. Der eine Schuss da, ich weiß nicht, da kann man irgendwie nicht ausweichen, finde ich. Ja, der hat fast nichts verloren. Sehr gut. Ich sag mal so, Schaden tut's aber auch nicht. Ich springe in jedes Teil rein. In dem Spiel gibt's ja so einen Cheat, ne? Wenn du da auf Start drückst, während der Blitz sein Auge trifft, dann kriegt er kontinuierlich Schaden die ganze Zeit. Echt? Ja. Yeah. Muss ich ausprobieren. Aber sei mir ehrlich, wir kriegen es auch so hin, oder? So. Der Blitz bringt auf jeden Fall was, da verliert er wenigstens ein paar. Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich, dass ich das Level jetzt in einem Versuch geschafft habe. So. Ja, klar. Was war ein Blitz? Elektro. Elegman. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mich hier anstellen werde. Und zwar soll das so gehen, wenn du ihn triffst mit dem Blitz, musst du auf... Nee, ich mach das jetzt nicht. Ich versuch's... Achso, ich muss ja nach rechts. Theoretisch musst du nur auswendig lernen, die alle von den Glitzen fliegen. Oh, das gibt's doch nicht. Du kannst jedes Mal nur einmal schießen, musst gar nicht zweimal drücken. Ja, ich habe ihn noch getroffen, oder? Ja. Warum lachst du denn? Weil du verloren hast. Also wenn wir jetzt jedes Mal von diesem Punkt aus starten, dann würde ich sagen, hat jeder immer drei Versuche, oder? Ansonsten, ja. Ja, bei dem Boss hat man sogar mit Quick-Ding. Sehr schwer. Was war C? Die Schere. Bleib mal bei Eis. Also Elektro. Oh je, oh je. Ich bin nach rechts. Sehr gut, ich lasse mich von allem treffen, was mich treffen kann. Je, oh je. Aber wenn du dich eh schon treffen lässt, kannst du nach dem ersten Treffer auch gleich durchrennen. Dann sparst du wenigstens Leben. Du wurdest eben nicht getroffen. Mach doch Freude, alter Junge! Einen Versuch habe ich ja noch. Ach Gott! Ah. Das heißt, wenn wir seine Schwachstelle wissen, was wir wissen, verlieren wir. Ich hab dazu dir gesagt, es kommen noch viel mehr Sachen, die Freude machen. Yep. Bosse davor waren nur der Anfang. Mann! Das gibt's doch nicht! Keine Sorge, du hast erst mehr als die Hälfte verloren. Wenn man dann nur wisst, wie man springen muss, das ist das Problem. Egal, ich habe ein bisschen was abgezogen. Okay, ich habe drei Versuche gemacht, jetzt darfst du noch drei Versuche machen. Ich bin gespannt, ob wir das Spiel in dem Part beenden können. Aaron, hau rein. Also das ganze Spiel hundertprozentig glaube ich nicht, weil da kommen ja noch ein paar... Ja, ich meine diesen Gegner hier. Glaube ich auch nicht. Ja, ich meine aber nur den Gegner, Aaron. Ach so, na, glaube ich auch nicht. Ich formuliere es anders. Ich bin gespannt, ob wir es jemals schaffen. Ja, aber erst in einem Jahr. Der Gegner ist aber auch mies. Danke für den Schaden. Falsch! Ich hab gedacht, ich hätte ihn mit zwei treffen können. Wenigstens bin ich jetzt hinter ihm. Sehr gut. Falsch!
Ich hasse ihn. Du hast ihn fast besiegt, Junge. Nein. Oh je, oh je, oh je. Ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr ihn schon besiegt, falls ihr das Spiel habt? Und wie lange habt ihr dafür gebraucht? Würde uns mal brennend interessieren. Und ja, und glaubt ihr, dass wir es noch schaffen? Ich probiere jetzt eine andere Waffe aus. Vielleicht bringt Cutmans Schere was. Ich gebe die Hoffnung niemals auf. Erst nach dem tausendsten Würfel. Nee, auch da nicht. Ja. So schwer kann der nicht sein. Wie soll er denn gegen uns gewinnen? Gute Frage. Da muss er ja nicht viel machen anscheinend. Oh, die ist gut, die Waffe. Die hat ihn nicht mal getroffen. Das ist natürlich schwer und stark. Super. Ja, die ist ekelhaft schlecht. Ist halt die Frage, ob die normale was bringt, aber ich denke, die zieht ihm auch nicht mehr ab, oder? Nein. Die so, ziehen weniger. War das jetzt ein zweiter Versuch? Ja. Einmal noch, lieber Aaron. Wenn ihr Mega Man schon mal gespielt habt, merkt ihr das bestimmt auch. Wenn ihr dieses Spiel spielt und verliert, diese Frustration und Wut. Gell, Marco? Ja, die habe ich auch bei allen anderen Spielen. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie wird man jedes Mal getroffen. Man kann, glaube ich, gar nicht ausweichen, oder? Aber irgendwie bin ich froh, dass ich das Spiel als Kind nicht hatte, weil ich war immer begeistert, wenn ich gehört habe, Mega Man, dachte ich, ja, Jump'n'Runs, ich liebe sowieso Jump'n'Runs, also warum nicht? Jetzt aber weißt du's. Ja. Oh, ihm hat er gut Leben verloren. Warum hat er jetzt mehr verloren? Hat doch gar keinen. Danke! Vielleicht hast du dich irgendwie voll erwischt, aber. Ich meine, du bist schon fast wieder tot und er ist noch nicht mal bei der Hälfte. Das sagt schon alles. Danke für die Ermutigung. Hier viel Spaß. Ah. Ja. Also, ich würde sagen, wir beenden den Partner nicht, sondern wir. Aaron und ich probieren es noch einmal. Also, Aaron natürlich nicht, weil ich es ja jetzt gleich schaffen werde. Mit Sicherheit. Oh. Ah, der Boss macht Spaß. Die einzige Waffe, wo was bringt, ist Elektrizität. Der Rest bringt nichts, was auch gut ist. Ja, aber nicht, dass Elektrizität so viel bringen würde, als dass es helfen würde. Ja. Dieser komische Matschball. Sehr gut, dass ich... Mach dir nichts raus, auch du bist immer einmal getroffen. Am Anfang gleich drei oder viermal. Schade, dass man ihn jetzt zweimal treffen kann. Deswegen gibt es ja diesen komischen Fehler. Da kannst du dann auf Select die ganze Zeit drücken, dann kriegt er die ganze Zeit Schaden. Wahrscheinlich müssen wir das noch anwenden, um jemals eine Chance zu haben. Manche haben ihn nur so geschafft. Die sind aber zu gut für sowas. Ja. Aber es gibt Leute, die können den nur so besiegen. Kann ich mir nicht vorstellen, sowas. Natürlich, wer zweimal, dreimal. Herzlichen Glückwunsch, Marco, du bist Weltklasse. Ich mag den Boss noch. Einen Versuch habe ich noch, oder? Keine Ahnung. Geht immer so schnell, da kommt man gar nicht mehr mit. Mach einfach noch einen. Ob das einen Unterschied macht. Wer versagt. Du kannst ja danach mal deinen Starttrick versuchen, wenn du möchtest. Ich werde ihn jetzt einfach so besiegen. Super. Ja, ich glaube aber, dass der Trick nur auf der Wii ging. Nein! Wir werden schlechter mit der Zeit, alter Junge. Ach, die Springerei. Herrlich. Du machst ihn fertig, alter Freund. Danke.
Danke, alter Freund. Falsch! Gut, mittlerweile zeigt sich schon ein bisschen mehr Frustration. Ich hasse diesen Gnomen. Der hat dich gerade schon fertig gemacht. So. Eben hat er aber nicht sehr viel verloren. Mhm. Dafür hat er mir wenigstens viel abgezogen. Danke, alter Freund! Jetzt schießt er auch noch? Ach, echt? Wäre sonst so einfach, oder? Käsekuchen, ehrlich. Ich habe keine Lust mehr. Hier, du kannst ja jetzt 20 Versuche machen. Nix da, wir beenden jetzt diesen Part erstmal. Also, liebe Freunde, wie ihr seht, könnte das noch eine Weile länger dauern. Wir melden uns dann zurück mit dem nächsten Part bei Mega Man. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.